Herzlich willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Hier ging im letzten Part richtig die Action ab und es bleibt spannend, denn nun ist Trinity auch mit am Start, ja? Ganz in der Nähe und bereit, auch was von der göttlichen Quelle abzubekommen. Um nicht zu sagen, dass sie die ganz für sich alleine haben wollen. Komme ich da überhaupt rüber? Hä? Komme ich denn da hinten hin? Da sterbe ich doch einfach, oder nicht? Okay, das funktioniert dann doch ganz gut. Ich soll da hoch, richtig? Dann ist das hier, glaube ich, nicht so praktisch. Oder doch, 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 okay. Diese Wand hier hatte ich erst nicht gesehen. Und jetzt einfach darüber oder so? Ja, funktioniert gut. Das heißt, jetzt wird wohl der finale Kampf gegen Trinity und Konstantin uns hier erwarten. Zumindest darauf hat es die ganze Zeit hingearbeitet, ne? Die Halskette einer Frau. Aus baltischem Bernstein. Unglaubliche Handwerkskunst. Sie muss einer Adligen gehört haben. Die sieht auf jeden Fall ganz schön krass aus, ja. Das kann ich nicht bestreiten. Ja, machen wir auf Nummer sicher gleich da noch einen hin. Was soll denn das? Ach man, ich gehe schon auf Nummer sicher und Lara ist trotzdem noch so scheiße. Spring da ran. Wo ist dein scheiß Problem, Mann? So, ach so, da hoch, ja. Warte, dann nochmal zurück. Ja, ich denke, das müsste eigentlich reichen. Ich meine, das Klettersystem ist ja an und für sich wirklich richtig geil, finde ich, und gut gemacht. Aber es gibt vereinzelt Stellen, wo man sich dann manchmal doch an den Kopf fässt. Vor allem als Spieler. Als Zuschauer geht es ja dann vielleicht noch. Ihr macht euch vielleicht noch drüber lustig, ihr amüsiert euch noch ein bisschen, aber... Gott, ich krieg graue Haare, wenn Lara sowas macht. Die Frage für mich ist gerade, wo ich jetzt von hier aus hin muss. Einfach hier rauf, ja, scheinbar, ne? Da unten hin, ja. Hä? Ach so. Die soll mich da so mit dem Bogen an die Wand ranziehen, aber... Ich kann hier auch so eine Pfeile ranmachen, an, so einen, an diese Kletterwand, aber wir können hier einfach dran klettern, ne? Und von hier aus jetzt wo lang? Genau? Ach so. Seh's. Meine Gott, das ist eine Kletterpartie hier. Da haben sie sich aber nochmal ordentlich, das haben sie noch mal ordentlich in Szene gesetzt hier jetzt für das wahrscheinliche Finale. Machen wir ein Lagerfeuer, klar, bei dem ganzen Rumgeschieße hier und so, da gruben wir uns einfach noch mal ein bisschen am Lagerfeuer aus. Ich meine, es ist ja nicht so, dass hier gerade die halbe Welt untergeht. Erreichen Sie die Spitze des Turms, ja. Da oben geht's hin, ja. Oh Gott, diese Kameraperspektive, wow. Hey, das war eigentlich ganz gut, da ist jetzt ein Loch. Achso, nee, da soll ich aber nicht rein, okay. Sonst hätte ich auch jetzt da einfach in den Turm reingehen können. Vielleicht hätte man von innen auch eine Treppe hochsteigen können oder sowas. Aber daran denkt Lara wohl nicht. Ja, die Unsterblichen sind da unten natürlich alle jetzt total in Aufruhr, ne? Da ist ein Helikopter, der schießt hier das Eis kaputt. Ich bin auch noch ein Eindringling hier in deren Augen. Oh.
Jetzt können wir das machen, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Ihn in die Tiefe stürzen. Wenn wir könnten. Oh, das sind aber viele. Gut, okay, es sind ein paar zu viele vielleicht, um jetzt hier einen Kampf anzufangen. Denen geht's gut. Backen die? Lecken die? Lol. Die standen da gerade wie eingefroren rum. Oh Gott, beeil dich, beeil dich. Die Wand zerfällt. Nein, nein, nein. Oh. Jetzt wollte ich smooth sein und da schon hochspringen und das hätte mich jetzt fast das Leben gekostet. Okay, ich kletter ganz bis zum Schluss, okay? Und jetzt daran aber. Nämlich die Soldaten wissen halt nicht, was sie hier unten erwartet, ne? Wir konnten es nur erahnen. Und ich denke, bei aller Erahnung haben sie damit nicht gerechnet. Geh da einfach hoch. Geh da hoch. Nein, 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 nein. Warum zerbricht hier alles? Geh den Scheißturm jetzt hoch. Wie weit ist es denn noch? Also das war scheiße da gerade, weil sie sich einfach nicht an den oberen Teil dieser zerbrochenen Wand ranklettern wollte. Ja, und dann war ich irgendwie einfach stuck. Okay, jetzt habe ich das Game ausgetrickst und bin direkt nach links rüber gesprungen. Gott sei Dank diesmal auch nicht so weit abgedriftet, dass ich direkt ins Nichts stürze. Alter, diesen Turm hier hoch, ey, es ist so stressig. Sind wir jetzt endlich mal bald oben. Ich sehe nicht, wohin ich jetzt soll. Ach so, okay. Nein! Hau ab! Verdient. Weiß nicht, wie der das geschafft hat, da noch ranzuhängen, sich an meinen Fuß, aber egal, jetzt ist er tot. Das ist der unsterbliche Tod. Ja, da ist natürlich mega die Action jetzt, ne? Hier ist komplett Krieg. Erna. Die schaffen es tatsächlich irgendwie, sich an den Unsterblichen so vorbeizuschmuggeln, sie zu beschäftigen und dann vorbeizufliegen. Lara, Entdeckung! Sophia, wo bist du? Ich sehe dich, Lara. Wir tun, was wir können, um dir von hier aus zu helfen. Genau, jetzt gibt es ein bisschen Rückendeckung hier, ne? Ich kann wirklich jede Hilfe brauchen. Ah, das sind jetzt Trinity-Soldaten hier tatsächlich. Gegen die kämpft es sich einfacher. Die sind bei einem Headshot auch wirklich tot. Sei denn, sie sind gepanzert, dann natürlich nicht, ne? Wir hätten Anna richtig treffen sollen, als wir noch die Chance dazu hatten. Ich meine, selbst ohne Anna will Konstantin weitermachen. Also Jonah hätte seine Gelegenheit nutzen sollen und Lara ihre auch. Lara, du musst in Deckung gehen! Wir schießen gleich, du bist das schutzlos! Ich muss weiter machen. Ich bin da, da. Ich muss da durch. Kannst Lara jetzt hier und jetzt und hier nicht mehr aufhalten. Das ist aber gut, dass die mit den Katapulten die Unsterblichen treffen. Da muss ich mich nur noch um die Trinity-Soldaten kümmern und das ist jetzt wirklich nicht so schwer. Wackelt sie ab! Wir sind einer weniger!
Das habe ich schon gesehen, dass der nicht getroffen hat. Der hat sogar, glaube ich, den Schildtypen damit noch weggefetzt. Danke, Mann. Das ist nett von dir. Ich wollte eigentlich auch Nahkampf machen. Irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Oh, Scheiße. Danke, Sophia. Fantastischer Schuss. Oh ja. Indeed. Hinter diesem Punkt gibt es kein Basislager mehr. Danach sind schnelle Reisen und Spiele-Upgrades nicht mehr möglich, bis die Story-Kampagne abgeschlossen wurde. Dann ist das, geht's hier zum Finale. Letzter Abgrund. Alles, was wir bisher gefunden haben, haben wir gefunden. Und was wir nicht gefunden haben, haben wir nicht gefunden. Ne? So einfach ist das. Ich mache hier keine schnell Zurückreisen nochmal irgendwo hin oder so. Wir machen nochmal Upgrades. Und zwar alle, die wir so machen können, ne? Kletterachse ist jetzt auch voll. Ah, Schrotze ist jetzt auch egal. Ja, und dann, let's go. Wir speichern hier nochmal, obwohl das Spiel natürlich immer automatisch speichert. Ich speichere hier sicherheitshalber trotzdem einfach mal ab. Wir sind jetzt hier bei 68%. Steht zumindest da, aber das beinhaltet, glaube ich, jedes einzelne Secret im ganzen Game, zählt damit rein. Aber wir ziehen das jetzt durch. Es geht ins Finale. Und das ist ähnlich aufgebaut wie in Tomb Raider 1, fällt mir gerade mal so auf. Das sieht mir nach Finale aus. Alle Einheiten, habe Sichtkontakt zu Croft. Sie darf keinesfalls in die Kammer der Seelen. Konstantin. Sophia, könnt ihr ihn mit dem Katapult treffen? Wir versuchen. Mach dich bereit. Ja, ich glaube nicht, dass ihr damit trefft. Nee. Wir versuchen es weiter. Das glaube ich, um ehrlich zu sein, aber auch nicht. Wir laden das Katapult nach. Moment. Der Helikopter ist zu schnell. Wir werden ihn niemals treffen. Warte, ich habe eine Idee. Wenn ich auf den Feuerball schieße, trifft die Explosion vielleicht den Heli. Hoffentlich hast du recht. Gib uns das Signal. Wir sind bereit. Ja, los. Wir schießen. Jetzt muss der Feindling selber kämpfen. Ja, verdammt. Schickt eine Einheit. Besser wär's, wenn er da drin stirbt. Eine Einheit, ja? Hast du wirklich nicht dazu gelernt? Wie viele Einheiten hast du schon geschickt? Und hast du mich tot gesehen? Gott sei Dank sehr viel Muni. Yay, noch ein Fertigkeitspunkt. Kann ich jetzt wirklich gut brauchen. Ach, hier ist unendlich? Ne, hier ist nicht unendlich für Muni, aber noch ein bisschen mehr. Doch, hier kommt immer wieder neue Muni nach. Hä, das sind die Unsterblichen hier. Die haben auch gegen die gefightet. Die helfen mir hier so ein bisschen, helfen die mir hier. Ich glaube, es ist free for all, weil ich nicht alle von dieser Herausforderung habe. Ansonsten hätten die mir vielleicht hier komplett geholfen. Hä, noch ein Heli? Okay, mehrere Phasen dieses Kampfes und immer wieder. Ich bin noch nicht fertig. Mach hin! Lad schnell nach! Die treffen mich hier halt. Wie kann das sein? Wie kann der Heli... Wenn das der gleiche Heli ist, frage ich mich wieder, ob der noch nicht abgestürzt ist. Und los geht's! Ich muss der Feindling selber kämpfen! Ja. Wir am Leben ist. Ich will Croft tot sehen! Das ist der letzte Befehl! Fightet auch ein bisschen gegen die Unsterblichen hier jetzt. Okay, ich habe jetzt gedacht, das ist vom Katapult, aber nee. Schmeißen die Typen hier auf mich. Unterdrückungsfeuer. Am Arsch. Lara, er kommt wieder zu dir zurück. Ach, hier unten kann ich auch hin.
Wie fliegt er noch? Er brennt schon. Ja, mach hin. Lad ein bisschen schneller nach. Oh shit, oh shit, oh shit. Der trifft mich durch die Löcher hier. Der darf auch gar keinen Fall auf dieses griechische Feuer schießen, ne? Ja, das macht mich auch weg. Aber ich kann mich hier ein bisschen verstecken, glaube ich. Ja, diesmal muss... Jetzt muss der aber erstmal... Ich muss den erstmal hierher locken wieder, ne? Ja, genau. Oh, fuck. Heilen. Ein Gott. Gott sei Dank habe ich hier so viel, um mich zu heilen. Ja, das passt, das passt, das passt, das passt, das passt. Ja, ja, ja. Das kann Konstantin nicht überlebt haben. Oh, hell no. Aber ich muss ja gegen die kämpfen. Ich muss ja eh gegen die kämpfen, ne? Es ist nicht so, dass ich hier wirklich eine Wahl habe. Deswegen dachte ich mir, ich mache einen Kill von oben, einen lautlosen, und danach geht's halt einfach los hier, ne? Die droppen sehr, sehr viel Muni. Das ist halt das Geile. Oh, shit. Scheiße. Jetzt nimmt er sich einfach den Bogen. Okay, ich soll ohne Bogen. Hä, aber ich hab doch noch eine Pistole, oder nicht? Keine Hilfe. Keine Hoffnung. Zu ihrem Grab. Er hat sich nur meinen Bogen genommen, nicht meine Pistolen, aber okay. Ich mach dich platt. Ich hab meine Kletteraxt voll geupgradet. Das hat sich als sehr gut herausgestellt. Kämpfen Sie mit mir! Ja, mache ich doch gerade. Sie sich nicht im Schatten. Sie sind aus härterem Holz geschnitzt als ihre Freunde. Wo sind sie gefunden, Objekte? Was, wieso? Ach, kann ich ihn? Ich glaube, ich mache hier gerade was ich nicht machen soll, oder? Sterben Sie. Dachte, ich mache auch so Nahkampfschaden an ihm. Er noch irgendwo vor sich hin, während sie sich vor mir verstecken. Wie treffe ich den nicht so wirklich damit? Was genau ist jetzt überhaupt mein Ziel? Ihn zu besiegen oder was? Ja. Ja, warum mache ich ihm Damage? Ich hab gesagt, sie entkommen. Kann der das nur überleben? Aber okay, ja, so soll man gegen ihn kämpfen. Mein Schicksal liegt in der Kammer der Seelen. Jetzt. Nein, meins liegt in der Kammer der Seelen. Das war's, Konstantin. Ich gewinne. Das ist nicht mein Schicksal. Ich bin bestimmt zur Größeren. Das war niemals ihr Schicksal. Ihre Schwester hat ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Für sie. Na, es tut mir auch. Einfach weg von mir. Halt! Trinity hat ihren Vater getötet! Nein! Sie lügen. Er flehte um sein Leben. Und als ihm das misslang, flehte er um ihres. Er tut mir auch ein bisschen leid. Seien Sie still! Seien Sie einfach still!
Muss ich nochmal angreifen? Ja, ich muss, ne? Er war so erbärmlich. Er tat mir leid. Ich denke gern, dass seine letzten Gedanken ihnen galten, Lara. Wie er sie weggestoßen hat. Wie er sie enttäuscht hat. Er hätte sie zurückgehalten. Sie sollten mir dankbar sein. Sie haben es im Blut, Lara. Sie sind feige, genau wie ihr Vater. Okay. Genug gehört. Gerade eben wollte ich sagen, Konstantin tut mir ein bisschen leid. Und ich will das eigentlich nicht. Aber dann hat er den Mund aufgemacht und geredet. Und das hat sich alles wieder geändert. Das war also definitiv nicht die richtige Wortwahl, die er da getroffen hat. Anna! Stopp! Deine Männer sind besiegt. Dein Bruder ist tot. Nein, das ist, was Trinity gebracht hat. Tod. Nichts anderes werden sie je bringen. Gib es auf. Dafür habe ich alles aufgegeben. Und auf gar keinen Fall überlasse ich jetzt alles Trinity. Was ist mit deinem Vater? Du verdammst ihn, das Gespött der Geschichte zu sein. Wie kannst du das aufgeben? So kurz davor. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Du darfst sie nicht bekommen. Denk an die Millionen, die leiden und sterben. Wir können sie retten. Wir können die Welt verändern. Gemeinsam. Der Preis ist zu hoch, Anna. Wir sollen nicht unsterblich sein. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Du hast ja auch leicht reden. Du bist nicht die, die stirbt. Aber hier geht es nicht um dich. Es geht um die Menschheit, das zu beschützen, was uns menschlich macht. Sie kommen! Wir sind umstellt! Jacob, Achtung! Jacob kann nicht sterben, er kann nur Schmerzen erleiden. Die Quelle ist nicht für die Welt bestimmt! Das ist deine Chance, Lara. Alles, was ich getan habe, was du getan hast. Es muss doch nicht noch ein Croft dafür sterben. Ich bin bereit dazu. Ich kann Anna verstehen, aber Lara hat hier komplett recht und Jacob natürlich auch. Aber ich nicht. Ja, das bringt dir gar nichts. Die sind unsterblich. Bitte. Ich sterbe. Das ist meine letzte Hoffnung. Das Risiko müssen wir eingehen. Dieses Opfer ist so richtig. Okay, oder sie benutzt es jetzt doch. Scheiße, stirbt Jacob jetzt auch, wenn ich das mache? Oh Scheiße, sie alle sterben. Jacob, halten Sie durch! Durchhalten, das habe ich schon so lange. Sie wussten, ich zerstöre sie. In all meinen Jahren habe ich kaum jemand so Außergewöhnliches getroffen. Endlich geschieht es. Er wollte das. Mein Ende. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur etwas verändern. Das haben sie schon. Das haben sie schon. Natürlich, der Wunsch eines jeden Unsterblichen ist es, nach so langer Zeit irgendwann einfach zu sterben.
Ich denke oft, mein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, welche Schande ich über unseren Namen gebracht habe. Croft, was bedeutet das schon? Ich hoffe nur, irgendwann drückst du der Welt deinen eigenen Stempel auf. Denk dran, außergewöhnlich macht uns, was wir tun, nicht wer wir sind. Das stand auch auf seinem Grab, ne? Habt ihr das noch im Kopf? War richtig. Aber er wäre trotzdem enttäuscht. Ich glaube, er hätte sich auch so entschieden. Na los, das Flugzeug wartet schon. Ich habe sein letztes Band schon 1000 Mal gehört. Aber es ist, als hörte ich die Worte meines Vaters erst jetzt, zum ersten Mal. Egal, welche Wahl er getroffen hätte, ich muss meine eigene treffen. Der Mythos von Kitesh war real. Dort ruhen Geheimnisse, die die Welt verändern können. Ich muss sie finden. Nicht für meinen Vater oder sonst jemanden, sondern um etwas zu verändern. Ich hoffe nur, ich tue das Richtige. Der Preis der Wahrheit. Und damit sind wir am Ende von Rise of the Tomb Raider angekommen. Puh, ja, was soll man sagen? Also, es ist eigentlich so ziemlich alles wie beim ersten Tomb Raider. Außer, dass es halt natürlich noch ein bisschen besser war, ne? Also, ich fand die Story wieder geil. Ich fand das Gameplay wieder super. Es ist halt einfach, es ist quasi Tomb Raider 1 mit verbesserten Mechaniken und verbesserter Grafik. Ne? Das heißt, da muss man auch nochmal ein paar Bonuspunkte geben. Ich fand den Soundtrack wieder geil. Ich fand die Story wieder sehr gut. Die Gräber haben sie jetzt noch besser gemacht. Also die Rätsel in den Gräbern sind noch besser. Das hat mir alles noch ein bisschen besser gefallen. Diese Inszenierung. Und ja, auch das Kampfsystem, diese Level-Upgrades, das war alles ein bisschen anders. Das haben sie alles ein bisschen ausgeweitet. Aber grundsätzlich ist es natürlich immer noch Tomb Raider. Ohne große Veränderungen in der Mechanik des Spiels und die Art, wie es aufgebaut ist. Und es war wirklich einfach top. Ich weiß jetzt nicht, war gar nicht mehr, was für eine Punktzahl ich Tomb Raider, also dem ersten Tomb Raider gegeben habe, aber ich sag mal, es gibt immer so ein paar Sachen, wie zum Beispiel dieses, dass du nur vorgefertigte Sachen machen kannst und wenn du ein bisschen abschweifst, dann stirbst du halt irgendwie meistens, weil dann hält sie sich irgendwo nicht mehr fest oder es funktioniert einfach irgendwas nicht, was eigentlich hätte funktionieren können. Aber in allem, im Großen und Ganzen gebe ich dem Spiel wieder mal eine 9,7 oder so. Ne, eine 9,7 gebe ich dem Spiel jetzt einfach mal von 10. Also eine bombastisch gute Bewertung. Ich habe eigentlich nicht wirklich irgendwas Großes auszusetzen gehabt. Also es hat mir ultra viel Spaß gemacht, das war super. Ja, und in dem Sinne würde ich mich auch fürs Einschalten bedanken. Und würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Tomb Raider wieder. Und zwar in Shadow of the Tomb Raider. Und ja, danke fürs Einschalten. Bis dahin, Leute. Haut rein und ciao.
Anna. Du sagtest, noch ein Croft muss nicht dafür sterben. Was hast du damit gemeint? Du hast meinen Vater getötet, nicht wahr? Trinity befahl seine Hinrichtung. Aber ich konnte es nicht tun. Du lügst doch! Ich liebte ihn. Nein! Erledigt. Gut. Und was ist mit Croft? Nein.